Das derzeit wahrscheinlich auffälligste Ereignis ist aktuell der Niedergang des Dollars und damit verbunden eben auch der Anstieg vor allem von Silber in den letzten Tagen und von Gold. Und ich will in diesem Video mal ein paar Motive, ein paar Gründe aufzeigen, warum der Dollar solche Schwierigkeiten hat und warum Silber und Gold steigen können, was da eigentlich los ist. Schauen wir uns zunächst mal an, wie es um den Dollar bestellt ist im Vergleich zu Gold. Da ist ja Gold gestiegen im Vergleich zum Dollar, das wissen wir. Aber der Dollar hat natürlich auch tendenziell verloren zu anderen Währungen wie dem Euro. Sonderfaktor hier diese Einigung der EU-27 Länder jetzt auf dem Gipfel. Aber insgesamt hat eben Gold deutlich mehr verloren gegenüber Gold als gegenüber anderen sogenannten Fiat-Währungen, also gegen anderen Papierwährungen, wenn man so will. Das ist doch sehr, sehr auffällig. Das heißt, wir sehen schon eine Flucht in den sicheren Hafen. Und diese Flucht hat einige Gründe, die ich jetzt mal aufzeigen will. Einer davon ist die reale Inflation respektive die realen Renditen, die man am Markt bekommt. Wir sehen hier, dass Gold den realen Renditen folgt, also den Renditen minus Inflation. Und da gibt es eine relativ enge Korrelation zwischen eben Renditen für Staatsanleihen, die praktisch ja in Richtung Null oder sogar negativ rentieren, und damit verliert natürlich Gold, verliert auch Silber, verlieren Edelmetalle insgesamt ihren großen Nachteil, den sie haben, nämlich keine Verzinsung zu bieten. Wenn jetzt aber die Aussicht auf Verzinsung praktisch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte erstmal verschwunden ist, weil keiner sich vorstellen kann, dass die Notenbanken die Zinsen werden anheben können, dann ist eben zunächst mal ein entscheidender Nachteil dieser Edelmetalle schon vorbei. Aber schauen wir uns mal an, was Silber eigentlich gemacht hat in den letzten Jahren. Nicht viel. Da gab es ja 2010, 2011 diesen massiven Anstieg, eine Art Spekulationsblase, die dann in sich zusammengefallen ist. Dann ging es mehr oder weniger seitwärts mit leichter Depression, und jetzt eben dieser starke Anstieg, dieser Ausbruch des Silver Futures aus dieser Sideways Range, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Gründe könnten dafür auch sein, dass natürlich diese grüne Technologie jetzt gepusht wird, neulich auch von Joe Biden, der ein Programm vorgestellt hat, das möglichst auf fossile Energien verzichten soll. Das heißt, dass eben dann zum Beispiel Solarenergie weiter gepusht wird. Dafür braucht man wiederum Silber. Silber gilt ja als eben praktisch konjunktursensitiver als Gold, weil in vielen Produkten eben Silber verbaut wird. Und hier sehen wir, dass zwar die Nachfrage der Weltwirtschaft wohl schwach bleibt, aber eben die Verteilung dessen, was sozusagen gefördert wird, Silber tendenziell entgegenkommen könnte. Und insgesamt, da die Edelmetalle wie Silber und Gold ja gegen den Dollar gehandelt werden, sehen wir hier mal die Bilanzen der Notenbanken. Wir sehen, dass die EZB mit ihrer Bilanzsumme um und bei schon bei 60% des GDP der EU ist, während die Federal Reserve da noch nicht mal bei 40% ist. Das heißt, man erwartet letztendlich auch eine massive Ausweitung der Bilanzsumme durch die Fed, mithin also weiteres Dollardrucken. Und wie gesagt, Silber und Gold werden ja hauptsächlich gegen den Dollar gehandelt. Dementsprechend könnte man sagen, es kommt schlichtweg mehr Dollars noch in den Umlauf, wie zuletzt eben Geldmenge M2, M3. 3 Monats oder hier M2 auf 3 Monats Annualisierung sehen wir, wie stark diese Geldmenge da nach oben gegangen ist. Klar, die Notenbanken haben massiv reagiert. Wir haben vorhin schon die Bilanzsummen gesehen der Notenbanken, die massiv gestiegen sind. Also da passiert schon was. Und wir sehen, dass möglicherweise jetzt der Trend sich zu negativen Renditen bei Anleihen, bei Staatsanleihen noch verstärken wird. Da sind wir dabei auszubrechen. Es gab ja mal einen massiven Anstieg negativ rentierender Anleihen, dann dieser Rücksetzer im Gefolge sozusagen dessen, was wir als Corona-Krise bezeichnen können. Jetzt sehen wir, dass die Renditen wieder fallen deutlich, dass immer mehr Staatsanleihen negative Renditen haben. Jetzt auch schon italienische kurzlaufende Staatsanleihen, die zweijährige italienische ist ins Negative gedreht. Und all das ist natürlich gut für Edelmetalle, denn wo es keine Renditen oder sogar Negativrenditen gibt, da ist natürlich ein Investment in einen sicheren Hafen wie Gold vielleicht gar nicht so schlecht. Und insgesamt sehen wir, dass jetzt in nächster Zeit vor allem die USA wahnsinnig viele Staatsanleihen auf den Markt werfen werden. Und die Zentralbanken werden das nicht aufkaufen können, auch die Fed wird das nicht aufkaufen können. Insgesamt kommen jetzt
in den nächsten Monaten 1 Billion Dollar an neuen Staatsanleihen auf den Markt, die von den Zentralbanken nicht gekauft werden können. Das müssen also andere tun. Und das sind vor allem die US-Staatsanleihen hier, die Treasury Supply to Ende 2020, diese Grafik, die Sie hier sehen. Fast alles davon stammt eben aus den USA. Das heißt, wir haben eine immense Schuldenaufnahme in den USA. Auch das ist sicherlich gut für Edelmetalle. Und kurzfristig jetzt ein entscheidender Punkt ist, dass Judy Shelton nominiert wurde und bestätigt wurde jetzt durch den Senat. Sie wird jetzt also FED-Mitglied, so der Stand der Dinge. Und Judy Shelton ist eine Anhängerin in der Vergangenheit gewesen des Goldstandards, will also sozusagen die Währungen an Gold wieder binden. Das wäre für die USA ein echtes Desaster, aber sei es drum. Jedenfalls hat sie neulich auch dann, als Trump begann, die FED zu kritisieren, eine kleine Kehrtwende vollzogen und hat gesagt, ja, wir müssen uns beteiligen an einem Wettlauf der Abwertungen. Und da fürchtet man also, dass jetzt noch ein neuer Impuls der Dollarabwertung hier reinkommt. Dementsprechend wieder diese Dollarschwäche. Und wir sehen zum Beispiel Aussagen von NetAlliance, die sagen, also nach unserer Auffassung ist es weniger. Sind es weniger die Renditen, sind es weniger die Zinsen? Und die Fed hat ja die Zinsen besonders schnell gesenkt. Das war ja lange der Vorteil des Dollars, dass man noch Verzinsung hatte. Das ist dann in der Corona-Krise ganz, ganz schnell abgeräumt worden. Aber hier sieht man eben jetzt, dass die Corona-Krise in den USA überhaupt nicht bewältigt ist. Das sei der entscheidende Nachteil, während das in Europa ja deutlich besser aussieht, auch wenn die Zahlen hier teilweise wieder nach oben gehen. Apropos Corona-Krise. Trump hatte heute Nacht ja erstmals wieder eine Pressekonferenz zur Corona-Krise gegeben und gesagt, wir empfehlen jedem eine Atemschutzmaske zu tragen. Fragt man sich, warum kommt das jetzt erst? Klar, in Deutschland hat man auch ein bisschen rumgedattelt. Zuerst gesagt, nee, brauchen wir nicht. Dann doch verpflichtend eingeführt beim Einkauf etc. Aber die Amerikaner sind ja weiter betroffen, extrem betroffen von dieser Corona-Krise. Und jetzt kommt plötzlich erst diese Empfehlung von Donald Trump, Atemschutzmasken zu tragen. Das zeigt natürlich ein gewisses Versagen hier in der Politik. Und er sagt ja, ob ihr es mögt oder nicht, aber sie helfen schon, hatte Trump heute Nacht gesagt. Und wir sehen, dass in den USA die Zahlen nicht wirklich nach unten gehen. 63.000 neue Fälle gestern, aber erstmals die Zahl der Verstorbenen über 1000. Wir sehen also, dass da wirklich noch keine Entspannung derzeit zumindest der Fall ist in Sachen Corona-Krise. Und auch das belastet natürlich den Dollar. NetAlliance hat übrigens auch gesagt, das kann ich hier gleich nochmal einspielen, dass natürlich möglicherweise das vielleicht auch Auswirkungen auf die Aktienmärkte hat. Wenn der Dollar schwächer wird, dann sind diejenigen, die aus dem Ausland sich in US-Märkte investieren, natürlich betroffen. Dann schwindet deren Rendite, wenn und zwar die Aktienmärkte gleich bleiben oder sogar steigen, aber der Dollar abwertet, dann hilft ihnen das nicht allzu viel in der Summe. Und jetzt eben die Frage, wie geht es weiter mit dem Dollar, mit den Aktienmärkten? Eine entscheidende Frage ist, was passiert mit dem Stimulus? Wird es einen Anschluss geben der Finanzierung, vor allem dieser 600 Dollar, die jeder arbeitslose Amerikaner pro Woche bekommt? Und die Märkte sind ein bisschen hier drauf fokussiert. Gestern Abend dann ein bisschen ein Abverkauf, nachdem der Mehrheitsführer der Republikaner McConnell gesagt hat, also er erwartet nicht, dass das bis Ende nächster Woche der Fall ist. Das würde aber bedeuten, dass dann die Leute eben eine Zeit lang zumindest auf dem Trockenen sitzen. Die Republikaner selbst scheinen unentschlossen zu sein, was man da machen kann. Trump will ja sozusagen eine Lohnsteuersenkung. Das wollen die Republikaner wohl mehrheitlich eher nicht. Das heißt, Trump kann sich hier möglicherweise in der eigenen Partei nicht durchsetzen. Das ist das eine. Und die Republikaner wollen, wenn diese Zugeständnisse, diese Zuwendungen von 600 Dollar auf 200 Dollar senken, weil man eben sagt, naja, die Leute haben praktisch dann einen Anreiz, überhaupt nicht zu arbeiten. Das sei doch negativ. Und abschließend nach Europa blickend sehen wir, dass der DAX sich deutlich besser entwickelt hat als etwa der Stoxx 600. Warum auch immer, jedenfalls wollte ich es mal zeigen. Schauen wir uns kurz die Charts an. Wir starten mit Euro-Dollar 1,1529. Der Dollar, wie gesagt, in letzter Zeit abverkauft. Alle Charts hier von Capital.com und alle auf Stundenbasis. Schauen wir uns mal Gold an. Da sehen wir, da bleiben wir robust im Bereich 1860. Wir sehen, dass Silber hier heute Nacht nochmal Limit abgestiegen ist, die Futures im asiatischen Handel. Da sind wir jetzt weit über 22, 22,51 aktuell. Also wir sehen, dieser Trend bleibt erstmal bestehen.
Wir sehen, dass der DAX reinkommen wird bei 13.124. Wir sehen gestern oder haben gestern gesehen Schwäche etwas beim Nasdaq 10.863. Dagegen Dow Jones stärker und auch der Russell vor allem. Und wir sehen Crude Oil, das bei 41,63 $ handelt. Also es gibt gute Gründe, warum der Dollar schwach geht. Corona-Krise, massive Ausweitung der Geldmenge, rapide Zinssenkung, vor allem durch die Fed, während andere ja schon vorher bei Null waren, hat die Fed eben dann in der Corona-Krise die Zinsen sehr schnell auf Null gesenkt. Jetzt die Corona-Krise in den USA, jetzt die Nominierung und Bestätigung von Judy Shelton. Damit wird sozusagen ein extrem dovisches Mitglied letztendlich wieder bestätigt innerhalb der Fed. Das könnte einen Shift hin zu einer weiteren Abwertung des Dollars bedeuten. All das sind bestimmte Motive. Heute werden im Fokus stehen dann nachbörslich Microsoft und Tesla. Ansonsten schauen wir mal, was passiert. Ich wünsche dir das Allerbeste und sage Servus und Ciao.